Nächstes Video. Und zwar witzige Geschichten unserer Vorbesitzer Teil 2. Ich habe euch im letzten Video erklärt, was für, ja, gewöhnungsbedürftige Personen unsere, ja, Vorbesitzer oder die Vorbesitzer auf diesem Beruf waren. Ja, also es waren Flohmarktverkäufer und die hatten scheinbar nicht so Lust auf andere Menschen, also auf Flohmärkten schon, aber nicht auf diesem Grundstück. Also sie haben es unfassbar gehasst, wenn fremde Leute einfach so auf dieses Grundstück spaziert sind. Man könnte fast meinen, sie hätten Ähnlichkeiten gehabt mit dem jetzigen Eigentümer, ne Daniel? Entschuldigung. Und haben dementsprechend echt auch einige Leute hier in Angst und Schrecken versetzt. Also es gibt hier Freunde aus der Umgebung, die berichtet haben, dass sie als Kinder häufiger hier spielen waren oder generell in der Nähe spielen waren und auch mal hier durch den Wald getollt sind. Und auf einmal stand einer der beiden Brüder vor ihnen mit einer Waffe in der Hand, die wir ja beim Aufräumen dann auch gefunden haben. Und hat sie bedroht und hat gesagt, also wenn du jetzt nicht sofort verschwindest, hast du ein Problem. So, also haben das durchaus ernst gemeint. Ja, also sie haben auch, sind ja auch Patrouille gefahren, sind auch, haben auch geschaut, dass keiner einfach so übers Grundstück läuft, keiner guckt, hatten wohl Angst, dass man ihnen auch etwas wegnimmt. Das war schon ziemlich witzig. Die zweite witzige Story, die es eigentlich gab, war, dass die beiden wohl in Hamburg waren zu einem Flohmarkt und danach wohl zu einem witzigen Trip auf die Reeperbahn und haben sich da eine, ich glaube jetzt auf politisch korrekt heißt es Sexworkerin, eine Prostituierte mitgenommen, haben sie mit hierher genommen, hatten aber keinen Wohnraum für sie und haben sie versucht, bei den Nachbarn unterzubringen. Die haben gesagt, ja, nee, sind damals auch sehr konservativ, nee, die kommt hier nicht unter. Haben sie dann mit hier rübergenommen. Und einige Tage später hat man die beiden Brüder wohl beim Einkaufen oder einen der beiden wohl beim Einkaufen getroffen mit einem großen blauen Auge, Wunden überall und wohl ein paar ausgeschlagenen Zähnen. Und da waren wohl die Zuhälter aus Hamburg hier und haben sich die Dame wieder zurückorganisiert und den Jungs mal einen kleinen Denkzettel verpasst. Also auch sowas gab es hier. Na, die nächste witzige Geschichte ist die Waffe, die wir gefunden haben. Die haben wir zur Jagdwelt gebracht, beziehungsweise unser Steuerberater, der ist Jäger, der hat sie da hingebracht. Und die haben sie da unter die Lupe genommen, haben sie begutachtet und haben sie auch gemeldet, wie man das halt macht. Und dabei kam raus, dass die Waffe nie den beiden Brüdern gehört hat, sondern gestohlen wurde. Und wo jemand anders gehört, deswegen läuft eine Fahndung oder lief eine Fahndung, weil das eben rechtlich so sein muss. Ja, also auch das sind witzige Stories. Es gab natürlich auch viele unschöne Sachen, weswegen es hier dazu kam, dass irgendwann ein Tierhaltungsverbot gegen die beiden verhängt wurde. Es gab ein paar witzige Flohmarktgeschichten. Das sind natürlich schon witzige Stories. Dennoch haben sie hier halt, wie gesagt, Stück für Stück in ihrer Sammelleidenschaft halt alles bis zur Decke zugemüllt. Es gab ein paar gut erhaltene Landmaschinen. Es gab ein paar nicht so gut erhaltene Landmaschinen. Wir hatten einen fast neuwertigen Dreschkasten drüben in der Scheune. Hier stand ein schöner Schlüter, stand auch ein Güldner-Trecker drin. Das konnte alles gerettet werden, wurde restauriert von Profis. Da haben wir uns also tatsächlich einfach rausgehalten, weil wir A, damit nichts anfangen können und B, da nicht so spezifiziert sind. Hinten stand ein John Deere-Trecker, der wurde mit ganz viel Leidenschaft auch wieder flott gemacht. Das war schon irgendwie ziemlich abgefahren. Also hier standen schon wahnsinnig große Werte drin. Bei dem Hof waren auch noch 11 Hektar Land dabei, also beiden Jungs hätten Sachen verkaufen können, um das alles hier in Stand zu halten und sich Hilfe zu holen. Wollten es nicht, hatten keine Lust auf andere Menschen. Und waren tatsächlich hier im Umkreis auch bekannt, aber nicht nur positiv, sondern eben auch gerne mal mit etwas zwielichtigeren Geschichten. Ja. Nach deren Tod, wie gesagt, ging das Ganze an eine Erbengemeinschaft, aber auch nach dem Tod der beiden, also nach dem Tod des letzten der beiden Brüder, der dann tot in einem Wohnwagen aufgefunden wurde, der hier vor der Tür stand, ging das Spektakel eigentlich erst richtig los, weil dann nämlich es dazu führte, dass Freunde, Bekannte von den beiden oder auch generell Schaulustige vermutet haben, dass hier halt Schätze liegen, dass hier große Werte liegen. Es gab Leute, denen die beiden noch was geschuldet haben, die natürlich hier versucht haben, dann alles zu durchsuchen und Werte zu finden. Dementsprechend berichten die Nachbarn oder haben die Nachbarn hier auch berichtet, dass tatsächlich ab 2015 hier regelmäßig nachts Heerscharen an Leute mit Taschenlampen rumgehühnert sind
und das Haus durchsucht haben. So sah es ja auch aus, also es war alles komplett durcheinander. Kein Stein war gefühlt über dem anderen. Hier drin war alles komplett durchsucht. Und alle glauben halt immer, wir hätten hier ganz tolle alte Möbel finden können und ganz tolle Sachen finden können. Die waren aber A, entweder schon geklaut oder B, halt total verrottet, weil sie halt komplett nass geworden sind. Und es gab tatsächlich auch nicht mehr viele tolle alte Möbel. Der Großteil war tatsächlich ziemlich hässlicher 70er-Jahre-Kram. Als dann hier alles durchsucht war, war das dann eher hier so ein Treffpunkt für mehr oder weniger zwielichtige Typen, Jugendgruppen, Sprayer, die sich hier nachts getroffen haben. Hier war regelmäßig die Polizei. Irgendwann wurde es dann zum Lost Place ernannt von diversen Lost Placern, die dann hier zu Besuch waren. Es ist mehrfach bei YouTube gefunden worden oder zu finden immer noch. Die Jungs, die hier auch mal waren, die laden wir auch immer noch regelmäßig ein, weil es einfach irgendwie cool ist zu sehen, was jetzt aus dem alten Haus wird. Aber ja, als wir dann hier 2019 standen, weil uns ein Bekannter eben erzählt hat, dass hier diese beiden Höfe zusammen mit Flächen zum Verkauf stehen und er gesagt hat, hier, ich würde die Flächen nehmen, wenn ihr die beiden Höfe nehmt, dann hat mein Vater gesagt, nee du, ich habe gerade einen Hof saniert, ich brauche das nicht wieder. Und dann sind wir aber eigentlich aus Neugier hier hingestratzt und haben gesagt, wir gucken uns das zumindest mal an. Und standen hier vor dem Giebel, haben uns unsterblich verliebt. Haben uns den anderen Hof angeschaut und gesagt, nee, der ist uns zu groß, das ist zu viel Bausubstanz, das schaffen wir nicht. Und dann haben wir uns das in der Familie aufgeteilt, haben gesagt, wir kümmern uns um diesen Hof, machen den für uns schön. Der Nachbarhof wird renoviert, saniert und zu Mietwohnungen ausgebaut. Also tolle Fachwerkmietwohnung mitten im Wald, mit viel Ruhe. Und haben uns das so aufgeteilt, die Flächen sind hier in die Stadt gegangen. Die haben sich das gesichert, wir haben das zusammen gemacht. Wir die Höfe, die Flächen. Und sind dann quasi, ja, standen wir hier auch mehrfach, haben nochmal eine Begehung gemacht, haben nochmal mit dem Zimmermann gesprochen, haben mit der Architektin gesprochen, bevor wir gekauft haben. Haben uns das genau unter die Lupe genommen. Und während dieser Zeit kamen auch immer mehr schaulustige Ideen durch diese YouTube-Videos, durch die Vorgeschichten und einfach generell durch die ganzen Gerüchte, die es so gab, hier auftauchten. Und ich weiß noch, als wir dann irgendwann kurz vor Kaufvertrag Unterschrift waren, standen hier auf einmal Leute und guckten uns an, wissen Sie, wem das hier gehört? Und wir wollten uns auch nicht zu erkennen geben, haben gesagt, nee, wissen wir nicht so ganz genau. Und dann, ja, also, wir haben das bei YouTube gesehen, wir finden das hier ganz cool, wir wollen das hier kaufen, wissen Sie, wo man das kaufen kann? Nee, das können wir Ihnen auch nicht sagen. So. Aber warum wollen Sie das denn kaufen? Ja, so hier geiler Hof, kann man doch mal machen. Ich sag so, ja Mensch, ja, dann wünsche ich viel Erfolg beim Kaufen. Und, ja, also solche Storys gab's hier. Es war schon irgendwie ziemlich witzig. Und auch immer noch tauchen hier irgendwelche Gestalten auf und schmeißen dumme Sprüche oder können das alles nicht fassen. Aber ja, für uns beiden oder auch für uns, für unsere Familie, ist das im Grunde genommen nur ein müdes Lächeln wert, weil wir wissen, dass es hier definitiv ein Traumhaus wird.